Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Wir sind hier gerade noch am Daily Missions machen für die Heere links. Und, ah, hier haben wir schon, oh nein, das sind andere. Zeig's auf der Map. Ja, wir sind schon recht gut. Ich denke schon fast stärker als ein Ancestral War Chief Skyn. Und natürlich gibt es noch viel OP-ner Builds, aber ja, immerhin macht der Spaß. Also mit dem ja, wie heißen die? Die anderen OP-Builds. Ja, mit dem Aussprechen, also mit dem Englisch aussprechen ist mir immer wieder schwer und dann kenne ich manchmal die Namen nicht mehr. Denken kann ich's. Jetzt gerade aber auch nicht mehr. Sag schon. Ja, einfach diese Kringel da. Um den Charakter. So, das ist wieder mal richtig fetter Fail von Grindinger Games. Mir ist es eigentlich egal, aber den Profis ist es nicht egal. Die wünschen sich schon lange einen Nerf. Ah, Blade Vortex, stimmt. Ich habe überhaupt nicht an Blades gedacht. Keine Ahnung wieso. Aber Blade Vortex, da gibt es so coole Builds davon. Die aber extrem schwer sind, wenn man immer Tasten drücken muss. Hier muss man Feuerball spammen, mehr nicht. So, hier ist schon mal der Ding, okay. So ist das eine blöde Map. Also gestern hatte ich extrem schnell diese Daily Missions gemacht. Ich habe gestern ja nicht aufgenommen, dann habe ich die Daily Missions einfach so machen müssen. Jetzt muss ich schauen, vielleicht da oben wieder. Aha, es ist... Hä? Okay, das ist so eine Mission. Wenn man natürlich nicht schaut, dann weiß man es natürlich nicht. Aber ich habe ja den Toten erst jetzt gefunden. So. Oh. Machst du Damage? Nö, das kann ja nicht. Ich denke, weil es erst Level 2 ist. Weil die Missionen sind auf Level basierend. Nicht auf Charakterlevel oder so. So, jetzt ist sie Level 4. Jetzt schauen wir mal kurz, was sie denn auch handelt. Also, weil da das Equip nicht wechselt, sollte die am besten immer leveln, Daily Missions machen. Dass sie so hoch wie möglich kommt. Ja, ich brauche es nicht. Ich will Orb of Chains sowieso behalten. Jetzt schauen wir noch mal kurz. Ja, ist wirklich nur Intelligenzzeugs. Gut. Also das haben wir. Haben wir da noch Decoration, die cool ist. Ein Last Tree. Das passt bei uns nicht. Ein Kryptom. Oh, Torches. Wir haben ganz viel Favor. Cool. Ich nehme 3. Hideout. Oh, schön. Leicht. So. Einfach mal ein bisschen platzieren. Wir werden sicher danach Parts machen, wo ein bisschen mehr denke. Ich habe hier mal so ein Symbol gemacht. Weil irgendwie kann man die Teile auch kleiner machen. Ich weiß es einfach nicht. Ich wollte irgendwas schreiben. Dann habe ich es gelassen. Ja, die kann man auch größer machen. Ich weiß nicht wann oder wie. Könnt mir dann auch mal ändern. Aber ja, gehen wir rüber. Wieso habe ich das Ding nicht mehr? Ich habe doch das aktiviert.
meine Konzentration ist nicht so gut. Ich habe schlecht geschlafen, lange gelivestreamt gestern und mich hat auch ein bisschen genervt wegen dem wegen der Grippe, die ich habe. Das ist wirklich eine der schlimmsten Grippen, die ich je hatte. Also diese Schmerzen, die lenken einem ab. Das ist gigantisch nervig. Ho, 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 ho. So. Mach ein bisschen lauter wieder. Gut. Ah, da ist schon der Ausgang. Gut. Da können wir wieder einen Skill-Point bekommen. Damit wir auch wieder ein bisschen weiterkommen im Skill-Tree. Oh, schauen wir mal. Was wir dann so... Wir haben ja gesagt, Dexterity ist momentan wichtiger. Nehmen wir den Dexterity-Punkt. Das ist einfach Self-Hand am wichtigsten. Weil man kommt fast nicht an die Items, die einfach Dex erhöhen. Bei den Magier-Sachen. Und da macht man das selber und eigentlich schon am liebsten von mir aus. Ich weiß nicht, was andere Self-Found-Leute denken, aber ich glaube, die müssen das auch machen. Oder sie haben viel Glück. Natürlich in den Guides und so steht niemals, ja, Dex und Sir höher machen, niemals, ja, niemals. Und unbedingt dieses Item nehmen. Ich hätte gerne Builds, die Self-Found sind. Nicht immer diese, ja, wir sind 100 X reich, wir müssen das Item und so erhandeln. Das ist überhaupt nichts. Build sollte ja für Leute, die am besten so arm wie möglich sind, sein. Nicht für Reiche. Aber die Leute sind sowieso ein paar vorweg, so irgendwie ein bisschen Foul-Builds zu machen. Sind schon manchmal umfangreich, aber das ist immer nur für Profis und nicht für Anfänger. Nicht für Leute, die einfach kein Geld haben oder einfach nicht handeln wollen. Das ist ja bei mir so. So. Also erhöhen wir wieder Edelsteine. Und, ja, das will ich aus. Ich denke, ich... Ja, ich werde noch warten. Gut, dann haben wir hier den Captain Arteri. Cool besiegt. Und dann haben wir Schriftrolle. I have seen warriors. Dann gehen wir zurück in Akt 1, um da noch den Skillpunkt zu holen, das Buch. Komm, laden. Bitte laden Sie, liebes Spiel. Oh Gott. Ich mag die überhaupt nicht, aber jetzt ein großer noch. Mit auch einem Stab, der rot ist. Ja, nicht schön. Damn me. So, der. Was, so viel Dex? Naja. Ist aber nicht viel besser. Stun Recovery brauchen wir nicht. Life ist halt nicht drauf so gut. Ja. Schrott. Wir
nicht so viel MF auch drauf haben. Gut, dann haben wir hier noch ein paar Orbs. Also, wir haben Elemental Focus. Der gehört 34, 30. Würde besser gehen. Ah ja, das ist sowieso Kenneth Inflict. Ich möchte schon Brandschaden haben. Und Wetter. Ist ja auch ein Spell, den wir nicht unbedingt brauchen. Aber ich habe sie genommen wegen dem Boni. Quality Bonis. Gut, jetzt noch ein Level. Ah, noch zwei Level. Um den Dexty-Knoten zu haben. Ja, wir machen den Spinnen-Dungeon. Das ist, denke ich mal, der falsche Weg, hä? Da müssen wir alle töten, alle Banditen, für den Skillpunkt. Ah, ist der richtige Weg. Gut. Haben wir das schon mal gefunden? Ich wusste, dass es irgendwie rechts ist, aber... Ich denke, die Wege einfach zu wenig. Es gibt Leute, die merken sich alle vom Weg und so. Ich bin einer, der einfach halt schon ein bisschen länger sucht. Bin ja kein Speedrunner. Ich bin einfach ein Zocker. Einer, der einfach normal zocken will und nicht irgendwie alles top haben will. Ich bin sowieso ein Spieler, der schon gerne viel hätte, aber nicht unbedingt alles schnell viel haben. Und so weiter. Also, da mag ich ja eigentlich so auf Multiplayer konzentrierte Spiele nicht so gern. Und lieber Spiele, wo Singleplayer einfach bestmöglich spielbar sind. Nicht der Content, dann auch alles auf Multiplayer ist. Irgendwie so ein Gothic oder so möchte ich gern wieder. Alex geht noch einige Zeit und ich merke, es ist halt einfach nicht mein Ding. Ich habe die Dinge gesehen, die Präsentation von der Gamescom, und ja, ist scheiße. Noch wird hoffentlich super. Und die Neuerungen, die sind super. Also denke ich, wird es sicher besser als Risen 3. Ich finde alle Risen-Teile nicht gut. Ich habe den ersten Teil und nur bis zum Banditenlager gespielt. Und habe die Stadt gar nie besucht. Und habe es dann, ja, ein paar Monate später, habe es dann als Let's Play geschaut. Und muss halt längere Zeit warten, das ist klar. Aber im Spiel, die einem nicht interessieren, sollte man schon ein bisschen als Let's Play gucken. Ich finde, als Let's Play machen solche Spiele trotzdem Spaß, weil man ja auch nicht diese negativen Sachen so abweisend sieht. Und wenn man halt keinen Bock zu schauen hat, spult man halt weiter oder wartet auf den nächsten Part. Aber ja. Aber auf YouTube machen das die wenigsten Leute. Haben immer sofort keinen Bock. Ist bei mir manchmal auch so, aber es ist halt. Auf YouTube gibt es einfach zu viele Videos, zu viele Leute, die den größten Schmarrn machen, dann kommen die, die halt etwas zeigen wollen, schlecht vor. Also einfach zu wenig Aufrufe und Likes und alles mögliche. Viele YouTuber schauen auch ohne angemeldet zu sein die Videos.
und können da nicht liken, aber ich finde recht viele YouTuber gut, die einfach viel zu wenige Abonnenten haben. Und ich finde YouTuber schlecht, die zu viele Abonnenten haben. Also es ist so ein Ungleichgewicht des Negativen. Das ist schlecht, was, ich kann es einfach nicht sagen. Es ist die schlechten YouTuber, die werden so hoch gepusht, irgendwie, wegen weiß auch nicht was alles. Vielleicht finden es ja die Leute gut, aber ja. Es ist komisch. Was diese Schmarrnleute alles für Geld verdienen, das ist Wahnsinn. Und was ich schon für Geld verdient habe im YouTube, ungefähr 0 Cent. So, was nehmen wir? Generosity ist ja für den Super Ding. Für den Summoner. Wir nehmen Item Rarity. Greetings, Exile. Und hier nehmen wir das andere. Call to Fire. Haben wir. Was ist das andere? Ist das nicht mehr dabei? Ich habe jetzt nicht geschaut, was es war. Heart of Thunder. Nur mit Shocked Enemies. Okay. Wo ist der Reducted Mana? Ist gar nicht dabei. Komisch. Der war ja da dabei. Ich tue mal die Flame Golems. Ah, die haben Ding. Ich muss ihn hier rein tun. Und leveln. Ich werde sicher bald auch mal wieder Magic Run MF Runs machen. Aber ja, muss warten. Oh, da haben wir einen Achter, hä? Brauchen wir noch nicht, also. Wir tun dann am Anfang von einem Part mal das machen. What troubles you bring? Going? So, dele. Okay. Den haben wir. Ja, dann gehen wir gleich rechts. Die Banditen machen wir dann ganz am Schluss. Alle zusammen. So. Na, was haben wir? Oh. Direkt mal ein. Dicker. Hat viel Leben. Durch die Aura. Heftigst. Ah, ich mag das. Ich mag das. Shotguns. Shotgun, Bill. Bam, bam, bam. Was wir noch gebrauchen können, ist ein Granitflask. Und Talamoana, Warrior. No. And hurry. Ja, komm, wir gehen in den Den. Gehen wir das weiße Biest kurz erledigen. Ne? Okay. Ja, wo haben wir diesen Geist, hä? Spirit. Carry Spirit. Da hinten. Ist gut, dass es keine
Zeitlimit gilt. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit zu suchen. Aber die haben auch wenige Knoten, also man findet es besser. Aha, hier haben wir es. Oh je. Aha. Geht easy, ja. Sind ja schon am Ende dann. So. Ich dachte schon, die Golems wären weg. Aber die halten auch jetzt viel aus. Das ist nur am Anfang, wenn die nicht so viel aushalten. Und dann bei den Maps, wenn sie dann einfach viel Schaden bekommen. Was war ich? T12 war ich. Dann werden die Maps richtig asozial. Und die Bosse natürlich fast unbesiegbar. Für Safe Found. Bis man dann natürlich die guten Items hat. Und hier der Bild ist wirklich nicht itempflichtig. Man braucht nicht viele Items. Man braucht die 3 Gems, Rolling Flames und sonst braucht man nicht viel. Es gibt einen Stab, der ist natürlich fast must have, aber es ist ja Spell Echo auf Level 30. Müsste schon cool sein, aber ich will lieber 2 Stäbe haben, die richtig viel Schaden rüberbringen. Also irgendwie schnelles sein. Es ist ja schon schnell. Oh, was ist das für ein Notrotz? Ja klar. Zerstört doch alles. Hey, hey, hey. Aha, deshalb. Ah, Bluten. Aha. Okay. Genau, noch 2 Unique. Was ist das für das Neues? Nein, das ist der. Ja, die sind halt immer schwer, aber... Ja, kann man nichts machen. Das ist eine Herausforderung. Okay. Wo haben wir den weißen Bären? Das ist jetzt wirklich meine am wenigsten gemachte Quest. Kommt nicht mal etwas Cooles. Loyalty, cool. Bekommen wir ein Schild oder so. Aber Befusing. Ja, ich wusste, es ist irgendwas Cooles. Aber Loyalität ist irgendwas mit Schild. Aber Loyalität ist wahrscheinlich das gemeint, dass es einfach zusammen, also im Fusing, etwas zusammenkommt, etwas fusioniert. Okay, da ist er. Da ist auch noch einer. Schön. Erledigt. Wir sind weiter vorne. Okay. Noch eine Stonebox. Ah, diese Maps mit allen Stoneboxen möchte ich mal wieder sehen. Müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Hä? Und da kann ich wirklich lang euch diesen Content mit den Maps zeigen. Ja, jetzt ist eigentlich alles halt Wiederholung. Und ja, die Aufrufzahlen sind auch wieder runtergegangen. Aber ich möchte dieses Projekt halt auf
bevorzugte Ebene machen. Neben dem Mega-Projekt Regnum. Dass ich einfach so oft wie möglich bringe, das Ding, dass wir schnell auf Level 60 kommen. Und da ich auch etwas zu zeigen habe. Aber schon toll, dass ich jetzt so in kurzer Zeit wieder richtig aktive Abonnenten habe. Wirklich toll. Und eben. Ich muss schauen, dann. Ich kenne ja euch nicht und wenn ich euch ein bisschen besser kennenlerne, dann weiß ich auch, was ich mehr zeigen soll. Ich bin sowieso ein Gamer, der recht gerne spielt, was unten gefällt, also so, ja, eben als Let's Player will ich auch, dass es euch alles gefällt und da sieht man, wie es euch gefällt. Also Puffexo war ja sehr beliebt am Anfang, aber es ist doch kein Spiel, das jetzt unbedingt alle müssen schauen. Es ist ein Spiel, das einfach kurzweiligen Content bietet, aber nicht langweilig, also nicht Zuschauer-Content, das sehr lange geht. Hm, ja, mal schauen dann. Hä? So, jetzt gehen wir noch kurz hier die Unix besiegen. Ja, ein Sigard-Monster. Ja, da bist du. The moon was full the night of the black storm. It is full again. Oh, das ist Englisch, das ich nicht kann. They have come for my daughters. Ravalo called out while the other skulked and muttered in the darkness. Corin went to them, arms open, welcoming. The nightmares told her to. Ist die verzweifelt? My uncle tried to stop her. Ravalo crushed his skull with his smith's hammer. I barred the doors and windows, but they screamed like monkeys and beat themselves bloody trying to get in. I had no choice. I took my two youngest and fled through the cellar, following the tunnel to the mill. All we can do is hide and hope. Du Arme. Bissen. Komisch. Wo ist jetzt der Große? Auf dem Fuß hin. So, Naporia. I need more mana. Cool, Game Cutter. Frostbone brauche ich sehr bon Frostbone. Absu Christ. Chaos noch. Beim Lightning mit. Ist jetzt der große Tod. Der müsste eigentlich hier sein. Ich sehe es jetzt gar nicht, das der große. Hä? Aber der müsste hier sein gewesen sein. Okay. So droppt hier alles, manch. Zwei Chaos-Game. Ein Game-Cut-Prism. Ich wette, ich habe wieder ganz zwei inventarvolle Karten. Sollte die eigentlich nicht aufsparen. Muss ja meistens nichts Gutes bringen. So, machen wir das Level kurz noch. Boom. Oh, schaut euch das mal an. 6 Linked. Nein, 6. Fast 6 Linked. Den nehmen wir auch mit. Hm. Gib mir noch ein Level.
gehen wir rein. So. Oh ja, das will ich noch mitnehmen. Aber es gibt keine neue mehr. Also es gibt nur wenige. Ich dachte, es gibt mehr. Nochmal seine Karte. Was ist denn heute los? Day of Card, hä? Schauen wir dann wo. Oh. Also. Gehen wir zurück. Nehmen hier. Da unten. Den hier. Den haben wir noch nicht. Haben wir noch keine mehr. Nehmen hier den Gürtel für Magier. Ja. Also, mal schauen. Das nächste Mal lenken wir die. Ja. Dann. Nein, der. Also, der lenken wir nicht. Aber der lenken wir. Und. Oh, ein Vivitube. Oh, sehr blau. Ist nix. Schauen wir mal, wo die Karten sind. Das sind die Karten. Wir sortieren mal. Machen wir mal Schmuck da oben. Orbs hier unten. So. Und mal kurz die Juwelen. Die Orbs rein. Da die Gems, stimmt. Trotz identifizieren wir alles 16. Ein Schrott. Ein Schrott. Ein Schrott. Ein Schrott. Auch Schrott. Was ist das für ein Müll? Geht's noch? Gott, okay. Haben wir noch einmal Orbs bekommen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.